Dieses Grundgeschehen Israels, liebe Schwestern und Brüder, der sogenannte Exodus, von dem wir heute sozusagen die Kernstelle hören, die uns aus der Osternacht so vertraut ist, hat natürlich in der Heiligen Schrift nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament mehrmals einen Widerhall gefunden, weil es so etwas wie das grundlegende Ereignis, die grundlegende Tat Gottes ist, diese Befreiungstat. Eine ganz eigene Lesart hat der Prophet Hosea. Er sieht das im Sinne zunächst einer bräutlichen Liebe, aber dann auch im Vater-Sohn-Verhältnis, das Verhältnis Gottes zu Israel. Und er sieht es im Grunde genommen als ein gescheitertes Verhältnis an. Wenn er sagt, je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie weg von mir. Das ist ja leider etwas, das sich nicht auf Israel beschränken lässt, dass er für alle gilt, die sich Gott verpflichtet wissen, sich von ihm gerufen wissen. Und dann ist oft die Erfahrung, je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie weg von mir. Aber es gibt einen, der nicht weggelaufen ist, der eine Sohn. Dieses Wort, das wir beim Propheten Hosea auch finden, wenn er über diesen Exodus nachdenkt und sagt, aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Das findet im Neuen Testament seinen Niederschlag in der Geschichte, die uns Matthäus in seinem Evangelium überliefert, von der Flucht des Kindes, des neugeborenen Christkindes und seiner Eltern nach Ägypten und der Rückkehr. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So belegt Matthäus dieses Geschehen. Und er ordnet es damit ein in einen grundsätzlichen Exodus. Es ist schön, dass Papst Benedikt in seinem Buch, dem ersten kleinen Band über die Kindheitsgeschichte, das reflektiert. Und er schreibt, mit der Flucht nach Ägypten und mit seiner Heimkehr ins gelobte Land schenkt Jesus den endgültigen Exodus. Er ist wirklich der Sohn. Er wird nicht davonlaufen vor dem Vater. Er kommt nach Hause und führt nach Hause. Immer ist er auf dem Weg zu Gott und führt damit aus der Entfremdung in die Heimat, ins Eigentliche und Eigene. Jesus, der wahre Sohn, ist in sehr tiefem Sinn selbst in die Fremde gegangen, um uns alle aus der Entfremdung heimzuführen.